Hallo Schütze, wie geht's? Wollen wir zusammen schauen, wie die Energie für dich für die nächsten 24 Stunden für dich steht? Schauen wir mal. Wow, Wahnsinn. Bei wem hatte ich das gehabt? 4 der Schwerter. Du bist am Nachdenken, ne? Also du willst Klarheit bekommen. Guck mal, Rat des Schicksals, das Gericht. Es kommt Kommunikation hier oder ist schon bereits gekommen und du bist am Nachdenken hier mit dieser Situation. Vielleicht eine Kommunikation vom Gericht, die für dich gekommen ist, oder eine ja, Kommunikation von einer Person. Von deiner Vergangenheit. Also gerade nimmst du dir eine Zeit machst Pause, ne, zum Ausruhen und Nachdenken. Schau mal die Karten, die gekommen sind. Die Mäßigkeit, die Welt, 7 der Kelche. Also die Mäßigkeit spricht auch für Sternzeichen Schütze. Und hier mit der Karte, die Welt, wir reden über gute Nachrichten. Ne? Also wir haben hier mit Kommunikation zu tun. Mit Frieden, also sind Karten, die für Frieden dasteht, für Balance in einer Situation, aber auch Kommunikation, viel Kommunikation über Internet. Ja. Du musst hier eine Entscheidung treffen, Schütze, das sieht man hier auch. Also möglicherweise träumst du auch mit einer Person. Also was ich denke ist, dass du auch über eine Person viel träumst, ja, viele Wünsche hast mit dieser Person. Ja, aber und es gibt hier eine Kommunikation. Ich denke, es kommt hier Kommunikation, obwohl, wie gesagt, du gerade am Nachdenken bist. Es gibt hier eine Person, die jetzt sich zurückzieht und denkt nach. Und denk nach, ja. Aber wie gesagt, wir haben einen Engel hier in deiner Kartenlegung. Also der Erzengel Michael ist hier zu sehen. Von da aus, es fängt deine Kartenlegung perfekt an, also mit dieser Karte, mit dieser Energie. Natürlich deutet auch ein bisschen auf Geduld, ja. Also ist eine Karte, die uns auf Geduld bringen möchte. Aber immerhin eine Karte, die mit guten Nachrichten verbunden ist. Alles, was mit dieser Karte in Verbindung ist, ist immer positiv. Von da aus ist positiv, was wir hier haben. Diese Kommunikation ist positiv, auf jeden Fall. Kein Zweifel. Ja? Diese Kommunikation ist positiv. Vielleicht zweifelst du. Vielleicht hast du deine Bedenken, dass irgendwie die Kommunikation positiv gehen kann oder nicht. Aber die Kommunikation ist positiv. Wird positiv gehen. Ja? Wie gesagt, es gibt viele Träume mit einer Person, die viele Unterschiede mit dir zu tun hat. Vielleicht Sprache, vielleicht einem anderen Land oder es gibt viele Unterschiede. Ja, aber es gibt hier eine positive Situation. Also ich würde sagen, es ist positiv, was wir hier haben, weil wir schon mit der Mäßigkeit anfangen. Es gibt eine Heilung hier, eine Heilung auf jeden Fall. Es gibt hier Wünsche, möglicherweise auch eine Entscheidung, die man treffen sollte. Natürlich, es ist auch sehr möglich. Ja, aber die Situation in sich hier ist positiv, Schütze, was wir hier haben. Ja, mit dieser Kommunikation, die du irgendwie an den du denkst, diese Kommunikation mit dieser Person. Mit diesem Wunschpartner ist positiv. Ja? Genau, Schütze. Das ist, was ich für dich habe. Ich wünsche dir einen schönen Abend und bis morgen, Schütze. Ja? Tschüss.